Ja, Leute, heute ist wieder Opening Time und zwar wir öffnen etwas ganz Besonderes und zwar die Legendary Decks 2. Und dieses Produkt ist wirklich was Besonderes und da müssen wir auf die Geschichte gleich eingehen. Aber zunächst einmal, falls ihr das Ganze auch holen wollt, schaut mal bei BA Yu-Gi-Oh! Shop vorbei. Da habe ich das Ganze auch her, ist nämlich hier von ihm geschickt worden. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und falls ihr, wie gesagt, auch so eine Box haben wollt, Link unten in der Videobeschreibung. Unterstützt mich sehr, wenn ihr da kaufen würdet. Und wenn ihr etwas für 20 Euro kauft, kriegt ihr versandkostenfrei, was super nice ist. Und zusätzlich, falls ihr dort oft kauft, kriegt ihr teuer Rabatt. Also, es lohnt sich. Und wir gehen auch mal dieses Produkt mal ein. Und zunächst einmal, ja, es ist offensichtlich, ne? Es sind Legendary Decks. Und ich dachte, wir schauen uns ganz mal in Real Life an. Denn ja, wir machen immer ab und an jetzt hier Anime-Duelle. Aber das sind ja quasi Anime-Decks. Also, ne, Duelle sozusagen. Von daher passt das Ganze. Und falls ihr mal sehen wollt, wie man das Ganze duelliert, auf CK Phoenix Kanal, Alter, heute sind es ja auch drauf in den Verlinkungen, haben wir das Ganze auch gemacht. Wir haben die Decks benutzt und gegeneinander gespielt. Auch nochmal verlinkt. Aber jetzt hier erstmal gehen wir das Ganze an. Denn diese Box ist ein Reprint. Denn diese Box kam raus und war super begehrt und war auch relativ flott ausverkauft. Und dann gab es die natürlich auf dem Sekundärmarkt, natürlich ganz klar. Und extrem teuer. Also diese Box, ich weiß gar nicht mehr, was der Preis war. Ich müsste jetzt wirklich lügen, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde. Aber es war wirklich sehr teuer. Sehr, ich meine sogar dreistellig. Also es war wirklich teuer. Und das hier ist jetzt, wie gesagt, der Reprint davon. Und das ist jetzt nicht so teuer, von daher ist das sehr nice. Und wir können auch hinten schon mal eingehen. Hier sieht man nämlich auch, was geht. Es sind nämlich einmal die ägyptischen Götterkarten drin. Was ziemlich nice ist. Also das Produkt ist natürlich ganz klar an eher so Retro-Leute gerichtet, beziehungsweise auch an Leute, die halt gerne wirklich mit Anime zu tun haben. Und die Götterkarten, schon mal nice. Vor allen Dingen natürlich in der spielbaren Version. Denn oft war es ja so in der Vergangenheit, dass man das Ganze eben nicht in der spielbaren Version bekommt. Also ziemlich genau. Und dann neue Karten. Klar, für uns jetzt irrelevant, weil neu ist daran halt gar nichts mehr. Wir haben halt neue Dark Magician Karten. Was aber gut war, weil hier Illusion ist, also die Trap. Der ist doch Illusion, ne? Egal, die Trap auf jeden Fall. Und das ist natürlich eine super gute Karte für dunkler Magier. Aber wir wollen das Ganze öffnen. Zunächst einmal, Optik natürlich auch eine 10 von 10. Also da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Also hier auch dieser Gold-Effekt. Ich mag das ja, wenn die so haben. Ich mag das auch bei der Rarity Collection. Also hier zum Beispiel, es setzt sich ab, ist super nice. Rarity Collection auch, finde ich super gut. Und jetzt öffnen wir das Ganze mal. Und da haben wir es schon. Wohin jetzt damit? Oh, gute Frage. So, wir haben es hier. Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, die läuft. Dann nicht, dass wir jetzt hier alles umsonst aufnehmen. Das ist bei Openings ein bisschen schwer nachzudrehen. So, wir haben hier dunkelbrennenden Angriff. Und wie gesagt, das hier sind jetzt die Special-Karten. Also wir haben hier einmal, wir können auch mal eben reinzoomen. So, wir haben hier eben Brennen Abgrund, Dunkelbrennen Magier und Ewige Seele. Genau, Ewige Seele, so hieß die Karte. Natürlich super gute Karten. Und man muss sogar sagen, genau, dunkler Brennende Magie. Immer noch, also Bedingungen extrem schwer, aber an sich bastende Karte. Also auf jeden Fall. Ja, und das ist natürlich der Gegenpart zu sozusagen 1000 Messer. Nee, zu der, kommen wir gleich zu der Karte, die natürlich sagt, zerstöre alle Zaubernfallenkarten bei dunkler Magie. So, hier haben wir die drei Decks. Natürlich hier Kaiba, Joey, Yugi. Bei Yugi muss ich schon sagen, ist natürlich schade. Ist schade, dass hier nämlich alle Götterkarten drin sind. Denn ja, wir haben hier. Ups. So, wir haben hier erstmal eine Spielmarke. Das finde ich mal nice. Also Spielmarken, also Leute. Vielleicht sagen manche, ey, wofür Spielmarken, jucken mich gar nicht. Ich finde Spielmarken nice. Ich finde gut, dass viele verschiedene kommen. So kann jeder seine Lieblingsspielmarke haben. Und ist einfach nice. Und ich finde Spielmarken komplett sinnvoll. Ihr solltet immer ein paar besitzen. Einfach wegen Nibiru. Wegen Nibiru solltet ihr schon mindestens eine Spielmarke besitzen. Wichtig und richtig. So, weiter geht's jetzt hier. Jetzt kommen wir erstmal zu Yugi's Deck. Und wie gesagt, es fängt an mit eben den drei Götterkarten. Und da muss ich schon sagen, schade. Schade. Man hätte wenigstens Obelisk zu Kaiba machen können. Klar, am Ende gehört das nicht mehr Kaiba, aber trotzdem finde ich halt sehr schade. Und ja, das Lustige ist, dadurch wird dieses Deck auch deutlich schlechter. Also wenn man die Decks mal vergleicht, vom Power Level, ich würde sagen, Kaiba ist das beste Deck hier jetzt von diesen dreien. Yugi das zweitbeste, Joey das schlechteste. Aber dieses Deck macht das Deck einfach unglaublich schlechter, weil es einfach drei Bricks sind. Ne? Ist natürlich klar. Und wenn man jetzt jedem einen Brick gegeben hätte, wenn man zum Beispiel Ra jetzt einfach Joey gegeben hätte, ja, wäre nice gewesen, also hätte gepasst, auch weil Duell Marek gegen Joey, von daher passt das Ganze, ne? Also von daher hätte man das machen können, aber ist jetzt halt eben nicht hier, von daher müssen wir damit leben, wie es ist. So, dann haben wir natürlich Legendären Exodia,
die auch sehr, ich kann es, oh, warte mal, Leute. Die natürlich auch hier, wir sehen es. ja, ne? Sieht sehr. Das ist einfach das gleiche Artwork, ne? Wusste ich noch gar nicht. Nee, das ist nicht das gleiche, oder? Nee, das sind zwei unterschiedliche Versionen, ne? Warum sehen wir denn? Wusste for real nicht, dass die 1-1 das gleiche Artwork haben. Ja, verrückt, du! 1-1 gleich ein Wort. Warte. Ah, das ist. Warte, das ist doch ein gleiche, warte. Kann ich. Can't be normal. Krass. Muss der Spezialbeschwörung von deiner Hand bei Tributing. Und kannst nicht andere Spezialbeschwörung. Du kannst die Karte 1000 ATK. Jede. 1000. Das ist ja richtig dumm, ey. Leute. Finde ich aber krass. So, der Textunterschied ist halt immens. Da wurde ja immens gekürzt. Das ist ja wild. Tja, Leute, mal lernen nie aus. Verrückt. Verrückt, Alter. Okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Egal. Weiter geht's. Geschwisterbund. Auch eine Karte, die so ein bisschen minimal Time Turn und auslöschen. Halt die krasseste Karte hier im Deck, ne? Muss man darüber sagen. Natürlich dann Exodia. Was übrigens auch wieder nice ist. Also wir kriegen hier drei Götterkarten, komplette Exodia. Also mehr Retro geht nicht. Es ist so super cool. Es ist super nice. Dann Dunkler Magier, auch aus meiner Sicht in ein sehr gelungenen Artwork. Dunkles Magiermädchen, Blaster, der Schweigsam, der Trickreiche. Ich weiß gar nicht, meine. Warte, das ist eigentlich der Pharao, ne? Warte, ist das überhaupt. Soll das Yugi sein oder Pharao? Warte, da müssen wir mal eben hier kontrollieren. Kaiba, Joe. Da steht Yugi. Ja, toll. Super. Aber streng genommen auf der Spielmarke, das ist schon der Pharao. Also, das passt schon. Das passt schon. Also, das ist dann eher so der Pharao, ne? Ja, Blockmann, Marshmallow. Das war wieder Yugi Muto. Also, I don't know. Hier haben sie auch ganz schön vermixt. Ich fände es schön. Also, wir haben ja den Kaiba-Koffer bekommen. Habe ich ja auch geöffnet auf meinem Kanal. Und da ist ja wirklich Kaiba. Also, das ist einfach Kaibas Deck so. Das finde ich super nice. Also, vielleicht ist es nicht im Koffer, weil es ein bisschen teuer war. Aber ich finde, die sollten sowas nochmal bringen. Wirklich. 1 zu 1 die Karten des Animes und dann halt voll. Weil das ist jetzt aber Yugi und Pharao gemixt. So. Also, ja, das ist halt wirklich so. Goldsackfuck. Super nice. Schwerter. Magische. Verzauberung. Trickreiche. 1000 Messer. Hier, das meinte ich. Angriff mit der Dunklen ist vergleichbar mit ihr hier. Ist quasi das Gegenstück. Finde ich super nice. Also, finde ich cool. So vom Design her. Dann haben wir. Also, das auch. Vertrag mit der Exodia. Da wollte man auch so Exodia irgendwie ein bisschen pushen. Finde ich ein bisschen schade natürlich. Aber hier hat man. Wo ist denn jetzt hier? Ich finde sie nicht. Da. Exodia Necros. Also man hat hier wirklich komplett Exodia-Package. Was ich natürlich wiederum nice finde. Friedensbote. Ja, man musste ein paar guten Karten hier reinpacken damals. Geheimnisstoff-Dexe. Echt krass. Topf. Super krass. Super krasse Karte damals gewesen. Spiegelkraft und Nostalgisch, Magisches Zylinder und Schwerkraftbindung. Also hier sind schon gute Karten drin für Anime-Duelle. Aber auch für damalige Verhältnisse super gute Reprints. Hier jetzt auf der anderen Seite der Joey-Token. Auch 10 von 10. Also wie gesagt, ich feiere diese Token. Ich feiere diese Token übertrieben. Und ich finde es auch super cool, dass jetzt in den neuen, nicht Special Edition, sondern in den Chuck-Boxen von den Hauptsets jetzt auch immer Tokens drin sind. Ist super nice. Es ist so ein winziges Gimmick, aber es gefällt mir einfach so gut. So, hier Spielmarke. Und wir kommen jetzt zu Red Eyes. Red Eyes, eben für viele natürlich auch ein Lieblingsdeck, was vollkommen okay ist. Also ich will jetzt nicht sagen, Dark Magician besser als Blue Eyes, so, nur weil es von Spielstärke technisch aus meiner Sicht jetzt Blue Eyes hier das Beste ist. Ist aber aus meiner Sicht bei Red Eyes ein Problem und zwar. Also, einfach die Mechanik. Wir haben jetzt ja ein neues Structure Deck bekommen für Blue Eyes. Und da hat man die Mechaniken, die Blue Eyes bisher benutzt hat, weiter ausgebaut. Finde ich super. Bei Red Eyes, wir ändern einfach alle 2 Minuten die Strategie. Mal wollen wir einfach auf halt Red Eyes gehen gefühlt und dann das supporten mit guten Zauber und Spells. Genau, Zauber und Spells. Traps und Spells. Dann haben wir wiederum einfach Fusionsturbo. Also wir wollen fusionieren. Dann auf einmal gehen wir auf Equippen. Also was ist das denn hier? Also da habe ich nicht ganz verstanden. Und dann natürlich irgendwie noch zwischenzeitlich irgendwie jetzt Exit oder. Also ganz wild, ganz wild. Ja, natürlich hier. Roter geschatzter Drache. Finde ich ein bisschen schade, dass man hier das Artwork genommen hat. I mean, ja, fair, ne? Der ist auf dem Token.
Token drauf, dann macht das natürlich Sinn. Aber ich hätte gerne das OG Artwork gehabt. Das wäre natürlich schöner gewesen. Aber es ist ein Rotäugiger. Ja, hier haben wir alles. Dann haben wir natürlich die typischen Joey-Karten. Ich finde auch sehr ironisch, dass hier wirklich sowas wie Chinzo, was ja quasi schon Joeys krasse Karte geworden ist, aber eigentlich ja er nie besessen hat vorher, sondern nur, weil er ein Duell gewonnen hat. Finde ich sehr wild auf jeden Fall. Und das Duell vor allem auch nur gewonnen hat wegen den Würfeln. Also unter anderem wegen den Würfeln. Sehr, sehr wild auf jeden Fall. Ja, dann haben wir Zwillingsmechanik drin. Sehr nice. Und Hüter des Schreins. Die passt theoretisch von der Mechanik eher fast zu Kaiba. Und hier sehen wir genau das, was ich meine. Wir haben hier halt eben Dralodon des Infernos. Ist halt so Red-Eyes-Karten. Dann haben wir Fusion. Okay, nice. Dann haben wir aber auch irgendwie Friedhof-Spammen. Also ganz wild, ganz wild. Und dann noch hier OG-Karten, Roulette-Spinne auch super nice, Überwachung, mystischer Raum, Typhoon, Symbol, rotäugiger Geist, Duel Links lässt grüßen, war mal echt ultra broken in Duel Links. Called by Reißen Attribut, Flamme ohne Flut des Anubis und dann hier noch zwei Fusionen. Man musste ja eine Fusion gewinnen. Dragoon gab es damals noch nicht und dann ist auch die Frage, Dragoon bei Yugi oder bei Joey reinpacken? I don't know, ich weiß es nicht. Wo hätte man das reinpacken sollen? Ihr könnt es ja mal sagen. Wozu gehört Dragoon eher? Dragoon gehört eher zu dunkler Magier, ne? Weil theoretisch ist Red Eyes austauschbar. Also, weil steht ja dunkler Magier und oder Red Eyes bzw. ein Drachenmonster. Also, sehr austauschbar. Und dann hier Blue Eyes. Ich muss sagen, ist nicht das OG Artwork, aber gerade hier 10 von 10. Also, dass es so rübergeht und dann hier so der Lichtblitzangriff ist nice. Super nice. Wir haben noch einen Token hier. Und dann gehen wir halt zu diesem Deck. Und hier merkt man einfach, das Krasse bei den Decks unterschieden ist einfach erstens, das Ding ist gefühlt unoutbar, weil das ein 3000er kommt. 3000er in hier im Matchup extrem stark. Heißt nicht, dass die anderen Decks gar nicht gewinnen können. Also das soll es gar nicht heißen, aber wie gesagt, an sich vom Power Level ist das schon stärker. Melody, super gute Karte, damals gewesen und selbst jetzt noch. Royal Ultra Drache ist nice und dann hier das finde ich wiederum nice. Es ist ärgerlich, weil wenn jetzt jemand sagt, das ist mein Lieblings-Artwork, dann hätte man gerne alle drei in den Artwork. Aber so kann man, hat man auf jeden Fall, also in der Wahrscheinlichkeit, sein Lieblingsartwork dabei. Und das wiederum gefällt mir sehr, sehr gut. Dann natürlich die Karten, die man braucht, ne? Weiße Drachen, Kaibermann, Stein, weißer Stein, dann Meister. Und das, diese ganze Mechanik, die Steine plus halt die Maiden, die wir hier halt haben, macht einfach Blue Eyes so stark hier. Also jetzt in diesem Deck. Dann natürlich sehr viele Beat-Stacks, aber das ist Kaiber ja allgemein. Drachen ohne Zerstörung, dann hier eben auch die neuen Karten. Dann haben wir Fusion, Shrink, das sind alles hier Kaiber-Karten, was natürlich super gut passt. Dann, wow, bist du? Weiß ich gerade gar nicht, was dieses Spiel, ich glaube sogar auch. Unexpected Die, okay, das halt. Echt gute Karte hinter Angriff annullieren. Standzauber, Klon, Reserve, Trägheit. Die hat er nicht gespielt. Und dann hier einmal die Fusion. Und da finde ich schade, dass man hier nochmal die erste Drache genommen hat. Ja, ich verstehe es, dass man hier neben Ultradrachen irgendwie noch eine sinnvolle Fusion haben wollte. Aber weiß ich nicht. Passt nicht so ganz rein, finde ich. Aber trotzdem, ne, Ultradrache ist natürlich super nice. Und dann haben wir halt als silberne Drache, der auch immer wieder recycelt. Also die Karte alleine, wenn wir auf die kommen im Duell gegen einen dieser anderen Decks, gefühlt automatisch schon gewonnen. Sieht nice. Aber ich finde natürlich cool, dass hier Roter Drache drin ist, Melody drin ist. Super nice. Und hat schon sehr was. So, jetzt haben wir hier. Upsala, hier. Karten sind neu. Sie rutschen. Ja! Aber hier haben wir einen Überblick nochmal bekommen. Hier. Also, ja, vom Ranking her stimmt das jetzt nicht ganz, aber ist ja egal. Es ist halt so, wie es auch da drin war. Also, es ist wirklich ein Nostalgie-Set und ich finde nice, dass es ein Reprint ist. Viele Leute sagen ja immer so, boah, Reprint, komplett unnötig, was soll man damit? Leute, denkt mal an die Leute, die das feiern, das Produkt. Es ist ja nicht so, dass jeder das Produkt kaufen muss, aber die es feiern, ist doch super geil, dass ein Reprint kommt. Das Deck wird einfach bezahlbar, ist einfach billiger, es ist für jeden erschwinglich, das ist doch schön so. Einerseits beschweren wir uns über extrem teure Preise, andererseits beschweren wir uns dann, wenn etwas billiger, also nochmal reprintet wird und dadurch billiger wird. Check ich halt manchmal nicht, aber so ist das halt. Ich find's nice, ist ein super Retro-Set, ist wirklich Anime. Und man kann hier wirklich Anime-Duelle machen. Klar, wie gesagt, na, hier sind ein paar moderne Karten drin, auch Karten, die die Charaktere selber dann nicht gespielt haben. Aber man kommt dem schon sehr näher, man hat hier wirklich den Flair. Man hat es gerade bei Kaiba gesehen, bei Yugi gesehen, auch bei Joey auch, ne, dass wir auch Axträuber und so drin haben. Wirklich richtiger Anime-Flair und das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Von daher, ja Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mal hier so ein Einblick zu haben. Ist auch mal ein anderes Opening gewesen. War gefühlt eher ein Storytelling-Opening. Falls euch sowas gefällt, wie gesagt, ne, Feedback geben ist immer wichtig, um dann eben zu wissen, ob man so etwas in Zukunft öfter machen soll oder nicht. So Leute, jetzt aber, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag und natürlich wie immer,
Viel Spaß beim Duellieren.